habe zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gewähren sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David stammen, zum Trost, zum Heil der Erde, einmal geboren werden.
Gottes Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Oh,
es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herren. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie fürchten sich sehr. Und Labert und Labert.
weiß so schön, ich die Freude heiß so schön, sucht mich an zu gelieben, ich umgabe her zu zimmern, zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen.
sobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Thank you.
fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Thank you.
Jesus heißt mein Haupt, mein Jesus heißt mein Leben, mein Jesus hat sich mir ergeben. Mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben. Mein Jesus heißet meine Lust, mein Jesus habet Herz und Brust. Jesus, ich will dich mit Lust erfassen, mein Herz soll dich immer fassen. Thank you.
Recht eifrig, recht eifrig.
Thank you.
Morgenlande ging Jerusalem und sprach: Wo, wo, wo? Soll mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Die
Ich lasse die Seele nicht Böses beginnen, erleucht auch meine finstre Sinne, erleuchte mein Herz durch die strahlend klaren Schein, erleuchte mein Herz, erleuchte auch meine finstre Sinn, erleuchte mein Herz durch die strahlend klaren Schein, durch der strahlend klaren Schein. Ist mit nichten die kleine Stunde.
Dass ich auch komme und höre.
zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Stolzer
Thank you.